und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr schon seht, steht hier ein wunderbares Paket und zwar die Liebling-Box. Und die werden wir jetzt zusammen mit euch auspacken. Heiko scheint schon sehr gespannt zu sein. Der steht hier mal wieder in den Startlöchern und kann es wahrscheinlich kaum erwarten, zu erfahren, was sich dort drin befindet. Das ist jetzt die Herbst-Edition und ich bin auch schon super gespannt, was sich in diesem Paket verbirgt. Also viel Spaß mit diesem Video. Ja, zunächst einmal finde ich es wieder total schön, irgendwie ja, diese Verpackung zu sehen. Die schaut echt super freundlich aus. Und was ich auch immer ganz nett finde, ist einfach, dass beim Absender, beziehungsweise nicht Absender, sondern beim Empfänger, nicht nur mein Name steht, sondern eben auch nochmal für Eiko. Damit auch ganz klar ist, das hier ist ein Paket für den Hund. Packen wir das Ganze mal aus. Willst du ziehen? Nee. Ich bin gespannt. Tada! Ui! Diesmal eine ganz andere Farbe des Papiers wie beim letzten Mal. Och, süß. Für Eiko. Das ist ja niedlich. Danke, liebe Denise. Steht auch extra nochmal drauf. Das ist ja echt total süß. Und hier ist auch wieder dieser Zettel dabei, wo noch einmal draufsteht, was sich dort alles drin befindet. Und auch nochmal eine kurze Erklärung. Und die Preise stehen auch nochmal extra mit bei. Ich zeige euch einfach mal, wie das Paket ausschaut. Ich finde es total schön. Also die Sommer-Edition, die hatte ein gelbes Papier. Und die Herbst-Edition, wie ihr seht, hat ein rotes Papier. Und Eiko scheint es wirklich sehr gut zu gefallen. Denn er hat ja eine bessere Nase als ich. Und er wird vermutlich schon etwas erschnuppert haben. Und machen wir es einfach mal auf. Eiko, du musst mich halt auch dran lassen. So. Oh, schön. Hier haben wir als zuallererst einmal ein Wildfleischstreifen. Das ist dieses extra, ja, was sie immer freundlicherweise sogar noch mit dazu packen. Eiko scheint es wirklich super gut zu finden. Er setzt sich hier schon hin und kann es eigentlich kaum erwarten, diesen Streifen zu essen. Und ich würde sagen, geben wir Eiko doch einfach mal ein Stückchen ab. Eiko. Hm? Sit. Bleib. Oh, der riecht ja hervorragend. High five. Super. Bitteschön. So, Eiko geht dann erstmal von dann. Ja, machen wir weiter. Und zwar mit der ersten Kategorie Ernährung. Ach, wie witzig. Das ist ja cool. Also ich muss hiermit anfangen, weil es mich direkt anstrahlt. Das ist ja niedlich. Schaut euch mal diesen coolen Fuchs an. Richtig süß. Ich denke mal, das ist ja, ihr Abteilung spielen. Passend zum Herbst gibt es in der Liebling-Box ein super süßes Waldtier, welches dir als kuscheliger Spielkamerad zur Seite steht und dich bei deinen Abenteuern begleitet. Das ist dieser niedliche Fuchs hier, den finde ich ja echt richtig cool. Ich fühle mal, ob er irgendwo einen Squeezer drin hat. Oh, er hat einen Squeezer. Oh, da ist Eiko direkt wieder dabei. Ja, der hier wird dir richtig gut gefallen. Huh? Und wenn er dann auch noch quietscht, Eiki, dann ist das genau das Passende für dich. Auch wenn es Herrchen und Frauchen manchmal auf den Geist gehen kann, aber es ist für Hunde einfach immer wieder schön, wenn sie Squeezer haben. Ja, ist der toll? Aber den kriegst du jetzt noch nicht. Oh Gott, wie du mich angeschaut hast. Eiki, schauen wir erstmal, was sonst noch drin ist. Nummer 2. Bubek füttert die Hunde. Ach, genau. Von Bubek hatten wir auch schon mal etwas. Das ist jetzt das Thema Ernährung. Die natürlichen Hundekuchen von Bubek sind ein besonders feiner Leckerbissen. Diese sind nach traditioneller Steinofenart gebacken und frei von Getreide, Zucker, Geschmacksfarben und Konservierungsstoffen. Eiki hat mit dem Fuchs geklaut. Eiki, ja, das finde ich richtig cool. Es ist ohne Getreide, ohne Farben und Konservierungsstoffe. Also einfach, ja, genau das Richtige für uns, weil ich möchte Eiko nicht so mit Getreide vollstopfen. Deswegen finde ich das richtig, richtig gut. Vielleicht erzähle ich euch nochmal zu den unverbindlichen Preisempfehlungen etwas. Das hat jetzt eine unverbindliche Preisempfehlung von 3,11 Euro. Und dieser wundervolle Fuchs hier von 12,95 Euro. Okay, das nächste ist... Eiki, ist dieser... Eiko, sit. Bleib, bleib. Ist dieser witzige Kamerad hier. Und ich habe mich gerade schon gefragt, was das ist. Und das, ja, gehört zur Kategorie Gesundheit.
Herbstlich kuschelig wird's mit dem Bio-Wohlfühlkissen von Dogs Filous, bestehend aus reinen Naturmaterialien und nach Lavendel oder Zirpe duftend, kann es eine beruhigende Wirkung auf deinen Liebling haben. Wichtig, es ist kein Spielzeug. Das finde ich ja mal mega, mega, mega cool. Also von sowas habe ich A noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch riechen kann. Das ist ja wirklich mal richtig, richtig cool. Und Eiko scheint es auch schon zu riechen und toll zu finden. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist wieder einmal in dieser Box etwas zum Thema Gesundheit, was ich einfach richtig gut finde und was auch einfach Sinn macht. Unverbindliche Preisempfehlung 15,90 Euro. Also das ist wirklich richtig cool. Als nächstes haben wir die Kategorie Nützliches. Und das sind diese Waschlappen hier. Waschlappen Streichelputz und ich lese euch einmal dazu vor. Der perfekte Alltagshelfer für unterwegs ist der Waschlappen Streichelputz von Hund und Herrchen. Ob nach einem Spaziergang im Wald oder durch den Regen, dieser reinigt sanft und natürlich alle Fellarten und zarten Hautstellen. Unverbindliche Preisempfehlung 3,95 Euro. Finde ich richtig cool, ist gerade für den Herbst etwas ganz Tolles, wenn es draußen wieder richtig anfängt zu plästern und ja, wenn irgendwie alles voller Dreck ist, die Gummistiefel voll sind, der Hund ist voller Dreck. Gerade dieser wundervolle Eiko hier, der unwahrscheinlich gerne in jede Pfütze springt. Also wenn es dann doch mal schnell gehen muss, zum Beispiel, wenn wir meine Mama besuchen fahren, dann meistens mache ich dann vorher einen Spaziergang und dann saut sich Eiko noch mal einmal so richtig schön ein, damit meine Mama auch richtig was zu freuen hat. Und da ist es sehr praktisch, wenn man eben diese Tücher dabei hat und den Hund noch mal einmal die Pfötchen sauber machen kann oder einmal das übers Fell gehen kann, damit der gröbste Schmutz weg ist. Also finde ich sehr, sehr gut, ist wirklich ein nützlicher Alltagshelfer. Jetzt kommen wir zur Kategorie Frauchen und Herrchen, was ich ja immer an dieser Box sehr liebe, denn die Dinge, die dort drin sind, sind nicht nur für Hunde, sondern eben auch, es wird auch an Herrchen und Frauchen gedacht. Und ja, gut, Eiko würde es am liebsten wieder mal für sich beanspruchen hier. Eiki, das ist für Frauchen. Ja. Eiki, sit. Und ich lese es euch, oder vielmehr, ich zeige es euch erst einmal. So schaut das Ganze jetzt im Moment noch aus. Sit, mach Platz, Eiko. Bleib. Und wir packen es jetzt aus. Ah. Tada! Ja, das ist richtig cool. Schaut euch das mal an. Eine Tasche, eine Einkaufstasche im Hundedesign und passend eigentlich auch zu dem Herbst von den Farben her. Super praktisch, weil man sie auch so schön klein machen kann. Und ich lese euch jetzt einfach nochmal den Text dazu vor, Eiki. Also, Frauchen und Herrchen. Nachhaltig und fair produziert sind die Reh-Uz-Bags im herbstlichen Hundedesign. Die wiederverwertbare Einkaufstasche für unterwegs ist ein hübscher Begleiter für alle Frauchen und Herrchen. Unverbindliche Preisempfehlung 6,99 Euro. Vielen, vielen Dank für diese großartige Zusammenstellung dieser Herbst-Edition. Wir konnten es kaum erwarten, endlich unsere Box in der Post zu finden, um sie endlich auspacken zu können mit euch. Es hat uns wieder richtig, richtig gut gefallen, was wir hier vorgefunden haben. Also vielen Dank, dass ihr euch da immer so viel Mühe gebt und auch wirklich schaut, was für Produkte reinkommen, dass euch das nicht egal ist. Und man merkt einfach, wie viel Herzblut in dieser Box steckt. Vielen, vielen Dank. So, wir verabschieden uns jetzt. Eiko braucht, glaube ich, etwas Auslauf. Wir müssen jetzt einfach mal einen Spaziergang machen, denn er hat unheimlichen Bewegungsdrang, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Tschüss!